habe Probleme mit Dämpfer, ich habe Probleme mit Dämpfer. Wo bist du? Sultan Hammut. Wir kommen dir entgegen. Wir sind dann durch den Busch gefahren, mit so einem Pickup, hinten alles frei. Das Zeug zurecht, ich habe hinten drin gesessen, war festgehalten. Der Rauno kommt, fährt an uns vorbei. Da ist der Blät, mir wieder gedreht, dem wieder hinterher geheizt. Dann kam man an den Servicepunkt, war alles kaputtgeschlagen. Rauno, ah ja, ich habe gedacht, das reicht noch. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten. Für die heutige Folge war ich in der Nähe von Rüsselsheim unterwegs. Opel-Fans haben eine stille Vorahnung und mein Gast entführt uns in die Zeit der glorreichen Rallye-Jahre, die Opel in den 70ern und 80ern feiern durfte. Natürlich mit der Krönung, dem Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft 1982 mit dem Opel Ascona 400 und dem Team Röhrl Geisdörfer im Cockpit. Viel mehr als um sportliche Ereignisse geht es in dieser Folge aber um eine ganz besondere Verbindung aller Beteiligten und wir bekommen einen tiefen Einblick davon, was für eine Truppe das damals bei Opel gewesen sein muss, die immer wieder aufgestanden ist und trotz begrenzter Mittel, aber mit einer Mannschaft bestehend aus pragmatischen Improvisationskünstlern und ganz, ganz besonderen Charakteren Außergewöhnliches geleistet hat. Und bei Leuten wie Bernhard Zech weiß man, warum Opel-Fans ihre Marke ganz besonders ins Herz geschlossen haben. Ich denke, spätestens nach dieser Folge hat es jeder verstanden, was der Grund ist. Und ganz wichtig, bleibt bitte bis zum Schluss dran. Ich meine, das macht ihr eh immer, aber am Ende habe ich noch etwas ganz, ganz Wichtiges anzukündigen. So, und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem ehemaligen Opel Rallye und Rennmechaniker Bernhard Zech. Sie haben da angefangen in der Kundendienstwerkstatt, ja. und ganz normal einfach die fertigen Autos. Kundendienstwerkstatt haben wir Willy Milovic zum Beispiel, wenn der hat mit Opel gefahren. Ja. Der hat dann seine Autos in diese Werkstatt gebracht, wo wir gearbeitet haben. Okay. Und da sind diese Fehler, die er beanstandet hat, ausgemerzt worden. Diplomat hat er gehabt, oder? Diplomat hat er gehabt, so. Und dann kamen immer so Autos, die halt speziell für Kundendienst Prominenz, sagen wir mal. Okay. Oder dann waren so Sachen wie 1973 Vorstellung vom Kadett. Dann hast du in der Mainzer Rheingoldhalle Kandidaten gehabt, Italiener, Spanier kam ein Tag, dann kam die Skandinavier ein Tag und jeden Abend war großes, riesengroßes Fest mit totalen Buffets. Und dann hast du dann die Les Humphreysingers gefahren. Waren wir das zugeteilt, die Leute abzuholen, ins Hotel zu fahren. Mhm. So Sachen haben wir auch gemacht. Oder wenn Hessentag war. Das war ganz, der Job war okay. Aber wie gesagt, es war dann immer so, naja, immer so, auf einmal war ich da im Rallye-Job. So, und da war ja helle Bein? Der helle Bein war ja damals, ich wusste ja zu der Zeit nicht, weil Rallye war für mich halt, gut, ich habe Rallye gewusst, was Rallye ist, aber der helle Bein war zu der Zeit ja auch deutscher Meister und war also ein größerer BMW gewesen. Genau, ja. Und er ist dann zu Opel gekommen. Und wir kamen dann hoch und dann hat auch jeder seine Jacke gekriegt. Die habe ich leider im Museum gestiftet. Bernhard B. Zech. Und der Helle war als Helle bekannt. Und bei dem haben sie Helm.Bein geschrieben. Der hat mal durchgedreht mit der Jacke. So, das waren so Kleinigkeiten. Und dann hat der helle Bein dann sind wir nach Portugal gefahren und sagte, okay Jungs, ich kenne ja euch nicht, aber wir simulieren jetzt mal einen Stopp. Und dann ist das Auto vorgefahren, hinten hochgehoben, die Bremsen hinten nachgucken. Mein Kumpel, leider nicht mehr dabei, reißt die ganze Bremse auseinander, ich mach Trommelhörner wieder drauf, vor dem Haus hier nichts, so ist alles in Ordnung. Hat Spam gewonnen anscheinend. Wir haben dann immer Sachen gemacht. Ach, da gab es so Wettkämpfe, dass man, wer weiter durfte oder wer mit. Nein, es war nur ein Test, einfach so. Es war mehr Gag, aber er wollte halt mal wissen, was man. Da gibt's Prüfungen, wo der Walde gefahren ist mit seinem Kadett. Da sind die drei Stratos vor mir hergefahren. Der Walde war immer so ein Stück hin und dran mit seinem kleinen Kadettchen. Da gibt's Prüfungen, da kam er raus, da hat hinten alles geglüht. Da hat alles geglüht. Und mein helle Bein, dann wollte einen nassen Lappen nehmen, wollte die Bremstrommel selber runterziehen. Das hat gezischt, der hat alles weggeschmissen. Wir haben das alles gemacht.
Wir haben uns, ich habe gesagt, Walter, wenn es gilt, werden wir als Karrenwille dir zur Verfügung stehen. Ja, und dann ging es dann weiter bei Opel. Darf ich noch einmal einhaken, ganz am Anfang, wie war das, als Sie in die Abteilung kamen? Wer waren denn die Fahrer? Das war ja nicht nur Walter. Wir hatten mehrere Fahrer. Wir hatten in der ganzen Zeit, hatten wir, wenn wir mal anders Kollegen, dann waren Jean-Pierre Nicolas ist für uns gefahren, der Jean Todt als Beifahrer für uns gefahren. Wie gesagt, unsere Fahrer waren, wir hatten Beifahrer, Heider, Sepp Heider zum Beispiel, der Ferdi Hinterleitner, auch verstorben. Rauno Altun war, glaube ich, auch noch. Der Rauno, der Name, da kommen die Gänsehaut. Der Rauno war ein Typ, der hat in seinem Auto mehr Ersatzteile gehabt wie mir im Auto. Und das war ein akribischer Mensch. Der Rauno hätte die Safari-Rallye dreimal gewinnen können. Der hat aber immer, ich weiß nicht, der Rauno war ein Typ, Rauno, du hast ein Federbein, du kannst doch gerade in die Fliege reingehen. Sagt er, Bernhard, du musst der Stewardess in die Augen schauen. Das guckst du nicht, was du in der Hand hast. Rauno war immer ein, das war ein extrem guter, ja. Rauno war ein extrem guter. Und auch die Schweden, das waren tolle Menschen. Wir hatten auch die Engländer oder wir hatten auch Finn im Team. Und also ich kann nur sagen, wir haben immer gute Sachen gehabt. Wie war die Opel Rallye Abteilung damals so organisiert? Waren Sie einem bestimmten Team zugeordnet oder waren da die ganzen Autos und man hat eigentlich an allem so ein bisschen geschaut? Wissen Sie, wir haben ja angefangen mit einer Werkstatt. Da waren so Scherenbühnen. Da hast du zehnmal den Kopf angehauen. Unmöglich. Und eigentlich im zweiten Stock mit dem Lastenaufzug zu fahren. Also unter primitivsten Arbeiten. Und dann sind wir das erste Mal eine riesengroße internationale Rallye gefahren. Wir hatten unsere umgebauten Admirale. Da war ein Heck vom Grecquard als Karawan umgebaut, die ganzen Admirale. Und dann sind wir hingefahren und wir haben dann mit Radkreuzen noch gearbeitet. Und dann kam Fiat. Bisschen genauso schnell, haben wir gedacht. Profis bis unter das Dach. Bis unter das Dach. Haben wir mal gesehen. Oder Toyota. Ove Andersen, was hat der aus dem Team gemacht? Ja, das total, das war. Und Opel hat ja Autos fürs Volk gebaut. Mhm. Und wir mussten Rallye-Autos draus machen. Wir sind ja samstags rum im Schrott und haben dann Sachen gesucht, die haben wir dann unsere Lenker verstärkt und das wurde um Versuch weggeschmissen. Haben wir dann umgebaut und haben dann Rallye-Autos rausgebracht. Und die Italiener und die Toyotas, die haben extra Rallye-Autos auf dem Band gebaut für sich. Ja. Die waren top Leute, das waren auch tolle Truppen, waren das klasse. Ja. Ich habe heute noch Kontakt, auch Audi, als Audi kam, ich habe heute noch Kontakt, starken Kontakt mit dem Otto Haasch, das war der zweite Mann bei Audi als Mechaniker. Die hatten Sachen, da hast du von geträumt. Ja. Aber trotzdem, Monte Carlo 82 haben wir sie geschlagen. Ja, das stimmt. Aber das ging ja eigentlich auch schon, ja, das ging ja eigentlich gleich extrem gut los. Wann sind Sie zu Opel gekommen in die Abteilung? Ich bin 73, aber Ende 73. Ende 73 war das erste Jahr. Und vorher war halt der Mann der ersten Stunde war ein Herbert Fabian. Genau. Das war, bei dem habe ich alles gelernt. Der Mann, der war, es war mein Lehrmeister. Wir sind auch viele Rallyes zusammengefahren, der Herbert. Und der hat also quasi diese ganze Sache von 1967, glaube ich, die erste Tour d'Europe haben die da gemacht. Und dann, wie gesagt, 74 Rallye Heißer Schnee bei Stuttgart war meine erste Rallye. So, und dann haben wir mal getestet und dann hast du vom Pirelli-Bus voll Ehrfurcht gestanden. Und später waren das alles deine super Freunde und Kumpels. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ja. Das war ja ganz am Anfang, war ja das Opel-Team, das wurde ja noch von Irmscher eingesetzt eigentlich. Ne? Also das ist das Jahr, wo Sie erst gekommen sind, 74, glaube ich. Ne? Das Opel-Team war Irmscher, bis da war der Klaas Karlsson und der Walter Röhrl sind da gefahren für Irmscher. Und dann haben sie ja das Opel-Euro-Händler-Team gegründet. Genau, 1974. Ne? Das war quasi mein Anfang, okay. Januar 1974. Okay. Und da sind Sie gleich Europameister geworden. 1940 war gleich ein Riesenerfolg. Ja, ja. Da waren auch so Sachen drin. Da bist du Rallyes gefahren in Spanien. Und dann hat es angefangen zu regnen. Das war die vorletzte Rallye, hat es angefangen zu regnen. Es glaubt ja kein Mensch. Es sind Steine gefallen, die waren höher wie mein Bett. Und dann kamst du
nicht nur ich alle. Der Jan Tobisch hat seine Socken ausgezogen, habe ich dann erzählt gekriegt und hat sie mit Föhn getrocknet, weil es geregnet hat. Und mir kam dann ein abschüssigen Hang und der Walle 10 Kilometer weiter hat der gestanden. Wir mussten dahin. Und mein Kumpel Werner Martin, ein super Typ, ne, da fahren wir nicht rüber. Das ist ja viel zu gefährlich. Werner, wir müssen dahin. Da steige ich aus. Da steig du aus. Da bin ich in diese Schotterpiste reingefahren. Und der Werner hat vorher noch an die Scheibe gelegt. Mein Portemonnaie, gib mir nochmal ein Portemonnaie. Sag, du feige Sau. Wir sind dann dahin gefahren, da hieß es, die Rallye konnte nicht stattfinden, weil es so geregnet hat. Die Prüfung wurde gecancelt. Das sind so Sachen, die du dann halt machst. Und als der Walter damals die Rallye gewonnen hatte in 74, da sind wir in den Zaun und haben Material rausgeschnitten und haben dann, war der Panelstab rausgerissen und haben dann unten an der Jochen Berger hat die sind Feuerlöscher in der Hand, dann hat es vor einmal unten gebrannt, ist der Jochen zum Feuerlöscher weggerannt. Sagt er, wir brauchen wir nicht. Du hast Sachen gemacht, wenn du im Nachhinein denkst, bist du blöd oder was? Aber es war halt so. Ja. Dann hat der Walde diese Rallye gewonnen. Das war die Firestone-Rallye, das war der Hammer. Da sind wir heim, der hat so Toledo-Schwerte, gab es noch Bargeld, da war noch euphorisch voll. Nimm eine Rallye Portugal, Sintra, da haben die Leute so auf der Straße kamen, das Auto kam, sind sie auseinander, dann sind sie wieder zusammen. Und wir mussten immer in diese Richtung mitfahren. Da ist die Mouton vor mir hergefahren. Ich habe ja als Beifahrer immer meistens fungiert. Da kommen wir nicht durch. Wenn die Mouton da durchfährt, kommen wir auch durch. Die Mouton, da sind alle Spiegel geflogen, die da im Weg waren. Da hat es uns genau gepasst. wie gesagt, das unglaublich. Ja, es war immer so. Das Schöne an der ganzen Sache ist, diese ganzen anderen, also jetzt Toyota oder Audi, da war immer irgendwie Kameradschaft da. Marokko, ja, da kam der Italiener mit Marco Allen und mit dem italienischen Auto, hast du was zu trinken? Ja, guck, erst Walter und dann kamst du dran. Ja, das war halt so heute. Heute freuen sie sich, wenn einer sich überschlägt. Das stimmt, das hat ein bisschen nachgelassen. Wie war denn Walter so als Typ für Sie eigentlich? Hat er sich so ein bisschen verändert in der Zeit zwischen dem ersten Opel-Einsatz und dem zweiten? Ja. Oder war das... Der Scharnagel, ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was sagt. Dieter Scharnagel, ja. Der hatte mal ein Buch geschrieben und da stand dann, war ich das Bild drin. Und da stand drunten, für ihn war die Verpflichtung für Opel wie ein Sechser im Lotto. So war es auch. Und nicht nur ich, wir alle, für den Walter hätte mir alles getan. Und die Truppe, ich kann immer wieder sagen, die Truppe war sensationell und wir waren ewig zusammen. Wir waren ewig, gut, da sind ein paar mehr dazugekommen dann, wobei ich habe unten eine Wand, da sind schon 8 Stück tot von den Jungs und 4 Stück jünger wie ich und es ist halt die blöde Zeit. Wir feiern noch den Geburtstag von Peter Petit. 6 Wochen später stehen wir am Grab von Peter Petit. Meine Frau sagt mir, pass auf dich auf. Klar muss man auf sich aufpassen, aber mein Vater hat mir gesagt, da ist ein Buch, da steht drin, dann und dann wird der Haken gemacht und so. Das haben wir auch agiert. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das ist eingebrannt, das sind so. Und das Schöne ist, ich kann mir viele Namen merken. So von Loitokitok zum Beispiel, das ist ein Ort in Kenia. Da fragen, wie hieß der Ort? Also Loitokitok. Da gibt's so, das sind so Situationen, da waren ein Mechaniker, als Leihmechaniker von Oberhessen dabei, der hat fotografiert, auf einmal hat der Watchman gerufen, ey, Lions, aber lö, ist der Andreas ab? Nachts bin ich mit dem Schweden gefahren, Kenia, da kamen die Elefanten über die Straße, hab gesagt, mach das Licht aus, da hat die Ohren gestellt. Oh. Wir haben auch ganz gut verdient, aber das war halt schon manchmal ganz schön lustig. Schon lebensgefährlich. Konnten Sie vielleicht verstehen, dass Walter die Afrika-Rallyes einfach gehasst hat? Ne? Der Walter ist ein netter irgendwie, das Land hat ihm, glaube ich, schon gefallen, aber der Walter ist halt immer bedacht, auch ein bisschen, dass alles ein bisschen normal ist. Hygienisch ein bisschen sauberer. Kenia war halt immer nie sein Ding. Und Elfenbeinküste auch nicht. Hm.
Aber er hat halt seinen Job gemacht und weiß heute noch, wie es dann drum ging, San Remo Rallye. Da war am ersten Tag, war er nicht so gut drauf. Und da hat unser Tony Fall, hat mit, was weiß ich, gemeckert oder was auch immer. Und am zweiten Tag ist der Walter gefahren. Und dann war eine Stelle, da haben wir mitten in der Prüfung gestanden. Da standen 100 Menschen auf der Kehre, mindestens. Und da kommt der Walter angefeuert, was es geht. Und winkt uns. Das sehe ich nicht. Der Walter war immer zu jedem gut, zu jedem. Der wusste auch, dass wir für ihn das tun. Und wie gesagt, dann kam mal diese Situation, dass der Walter 82 nochmal zu uns kam. Und es war ein super Jahr. Es hat scheiße geendet ist, weil der Tony Fall wollten unbedingt zur Pressekonferenz und der Walter hat gesagt, komm, ich muss mal schlecken. Und dann hat der Tony halt entlassen quasi. Toni und er, das ging nicht. Aber hat sich das schon länger abgezeichnet? Ja, ne? Das war eigentlich die ganze Saison immer so eine Spannung, oder? War die ganze Saison. Ich glaube, das ging los mit dem Sponsor, oder? Mit Rothmans. Der Toni, man muss es so sehen, der Toni hat die Kohle beigebracht. Mhm. Der hat das super aufgezogen. Wir sind ja noch mit ihm dann die Paris-Dakar gefahren. Und dann hat er immer geguckt, das deutsche Team im Zelt, die haben dann morgens quasi zur Flaggparade gestanden und die Engländer haben immer noch den Dreck gesucht. Und sagt, hey, look the Germans. Der kommt das. Oder er hat dann testen, wie man das linke Knie erst runter macht beim Räderwechsel oder das rechte Knie. Es war schon ein Mensch, der da zu viel gelebt hat. Aber wieder war es war halt nicht sein Ding. Wobei er viel fürs Team getan hat, bis er dann verhaftet worden ist. Warum ist er verhaftet worden? Da sind finanzielle Sachen, wo sie. Mach das, du kriegst das. Ja. Das kam dann raus. Da hat er, ich glaube, 11 Monate in Untersuchungshaft gesessen, ist dann rausgekommen. War eine Firma da in Wiesbaden. Da ist er erstmal hingefahren, hat sein Geld geholt, ist dann nach England verschwunden. Ja, und dann ging es halt so, dass man dann dieses Rallye war immer Opel, die Rallye. Aber wenn du mal das Safari-Rallye gewonnen hast oder warst Weltmeister geworden, oh, da haben sie Produktion gewonnen. Und waren, so war der Mensch halt. Ne? Ja, ja. So haben sie halt immer, die haben gesagt, oh, guck mal, wo die halt rumfahren, Mensch. Aber das mir in der Scheiße liegen. Ich habe so viel in Indien gelernt. Ich habe meine Kinder gesagt, ihr mault, fahrt mal dahin, guckt mal, wie es denen geht. Oder Westafrika, das sollte man meinen, das wäre total locker. Oder Südafrika, ich war 1975 erstmal Südafrika. Da gab es Brücken für Schwarze, Brücken für Weiße, mhm. Bänke für Schwarze, Bänke für Weiße. Mhm. Follow me, I ride behind you. Es war ein Abenteuer, total. Ja. Total. Ja, klar, echt eine besondere Zeit. Wir müssen aber über das Jahr 1975 reden, weil das war ja tatsächlich nicht so erfolgreich. Ne? Damals 1975 mit dem war ein Jahr, das ist der Motor kaputt gegangen. Untermotorisiert, keine Chance gegen die anderen. Das war ein Scheißjahr, war das. Fünf Defekte bei 6 WM-Läufen. Ja. Aber der eine WM-Lauf, wo er durchgekommen ist, hat er 35 Minuten Vorsprung gehabt. Ja, ne? Ja. Also das war einfach technisch schwierig, das Auto. Ne? Das sind so viele Sachen. Man glaubt einfach nicht, dass ein Mensch so ein Auto bewegen kann. Hm. Ich bin mal mit dem Walter von San Romolo nach San Remo nach einer Feier. In San Romolo war ein tolles Lokal, Salava. Und dann ist der Walter mit jeder runtergefahren, strömt, Regen, was? Und dann ist so, und dann, ui, 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 und dann war, oh, du hast da drin gesessen, wie in Abraham Schoß, hast nichts geschert. Strömt, Regen, nichts gesehen, nur der Walter hat dann, jung. Und es gibt Rallyes, da steigen die anderen Fahrer aus, denen läuft die Brühe so runter. Der Walter setzt den Helm ab, macht so, ist alles erledigt. Gut. Wir haben dann auch, wenn du heute Rallyes fährst, wird Nacht. Machen wir Pause. Wir haben 72 Stunden im Auto gesessen. Bei einer England-Rallye, RAC-Rallye. Da hast du 72 Stunden im Auto gesessen. Bis da hochgefahren, bis ans Ende der Welt quasi. In der Gretna Green, wie der ganze Auto heißt. Und hast einmal mit Scheibgeburts, einmal getankt. Du bist wieder zurückgefahren. Der Herbert sagt, war das im Wander? Ja. Auch die Deutsche Post aufgefahren. Wir waren fertig. Aber es war schön trotzdem. Ja. Die Situation war immer letzten Endes so, Triumph verloren. Und wir haben viele schöne Sachen gehabt und der Mensch neigt halt dazu, sich die schönen Sachen zu merken. Was ja gut ist. Ja, so ist es. Und, was ja gut ist. Und man lacht auch dann über, es gibt so Situationen,
Wir hatten einen Ingenieur, das war auch ein Walder, sein bester Freund. Na, aber der Planet lässt heute wieder ganz schön gehen. Da hat Walder gesagt, wenn ich diese gehst, meine Uhr da hoch. Der Content, der kann da nichts, das ist halt so. Und auch so diese Leute unter uns, wir haben zusammengesessen, wir haben bei der Rallye zusammen, wir waren ja mehr zusammen wie mit der Familie. Du musstest eine Frau haben, die für dich gemacht ist. Mhm. Das waren ja, wir waren ja, also gibt es Leute, die dann auch die Trainings gefahren haben, die waren ja sechs Wochen in Kenia und so weiter, mhm. Die waren 200 Tage im Jahr weg von zu Hause. Ja, bei mir waren es vielleicht 150. Na gut, das reicht ja auch. Ne? Also, aber da musst du halt die Frau haben. Ich hatte ja auch zwei kleine Kinder. Mhm. Und die Kinder haben dann halt von Brasilien die Puppen mitgebracht gekriegt oder aus Italien ein paar Schuhe. Und das war halt immer, und die waren stolz auf ihren Vater, die Zwerge. Das war, aber sie haben halt, hab halt dann meinen Fußball aufgegeben. Wenn ich daheim war, war ich für die Familie da. Mhm. Habe ich also kein Hobby mehr gehabt, in dem Sinn. War meine Rallye und dann Familie. Das musste es schon machen. Und von den ganzen Kollegen von mir, mein Freund Josef Stabel und ich, wir sind beide jetzt über 40 Jahre verheiratet mit unseren Frauen. Mhm. Haben Sie die richtige gefunden früher? Du, das, die Frau ist extra für mich gemacht worden. Ja. Die ist extra gemacht worden für mich. Und deswegen, das ist ein Punkt, wo man die auch viel Kraft hier wieder gegeben hat. Ich weiß schon, dass man, wenn ich oben runter bin, wir haben einen zweiten Stock gewohnt in Meerfelden, und dass da oben drei Leute stehen, die heulen. Das wusste ich schon, wo ich um die Tür raus bin. Aber letzten Endes war es dann so, wenn dann die ganzen Weiber am Flughafen kamen mit den Kindern und wir kamen dann aus der Tür da raus. Und dann kamen die Kinder gerast und waren froh, dass ihr Papa wieder da war. Es war schon Empfang. Besondere Zeit. Ah ja, das ist immer eine Kehrseite der Medaille, ist halt so, da schneidest du mal einen Finger, dass das Blut läuft. Dann sitzt du in Kenia im besten Krankenhaus. Dann kommt mein Dr. Billig, komm raus, die züchten ihr Penicillin selber, da war aber alles voll Schimmel. Da. Das war aber das Top-Krankenhaus. Ja. Und wenn ich heute höre, die waren froh, wenn die Vitamintabletten bekommen haben. Ja. Ja. Und deswegen, es formt auch den Körper. Und ich will mich da nicht beweihräuchern, aber ich war immer ein zufriedener Mensch eigentlich. Ich habe viel von meinem Opa, der Opa hat mir gesagt, Bub, auch mein Vater, das Wort Mut spielt eine große Rolle im Leben. Mhm. Mut zu sagen, ich mach's nicht, Mut zu sagen, ich mach's. Mhm. Du musst manche Entscheidungen treffen bei der Rallye. Mhm. Kann das Auto noch weiterfahren? Mhm. Der hat den Defekt, geht es noch, kannst du noch? Du hast keine Zeit, los! Gerade Safari-Rallye waren ja immer nur, da gab es ja keine Servicepunkte, da gab es nur die Zeit, wo du als Reparatur verlierst. Also musstest du immer schnell. Und dann waren so Situationen, da haben dann 8 Mann unter dem Auto gelegt. Ich habe dann zurückgestanden, kam der Toni, hey, willst du nicht arbeiten? Sag ich, Toni, kein Platz mehr. Und dann fährt das Auto weg und macht drrr. Und dann schreit ein Engländer, sorry, ich habe vergessen, das Mittellager festzuziehen. Angehalten, nochmal hin, hin und her gefahren, Mittellager festgesogen. Dann war es Rauno, ich habe Probleme mit dem, wo bist du? Sultan Hamut. Was weiß ich? Wir kommen dir entgegen. Wir sind dann durch den Busch gefahren, mit so einem Pickup, hinten alles frei. Das Zeug zurecht. Ich habe hinten drin gesessen und festgehalten. Der Rauno kommt und fährt an uns vorbei. Da ist der Blöd, mir wieder gedreht, dem wieder hinterher geheizt. Dann kam man in den Servicepunkt, war alles kaputt geschlagen. Rauno, ah ja, ich habe gedacht, es reicht noch. Das sind Sachen, da fliegt er die Karzelle gegen das Auto, springt er gegen das Auto und fliegt wieder um. Das ist toll, toll. Aber im Nachhinein denkst du, als hätte doch anders ausgehen können. Athen, also Rallye Akropolis. Da kam der Fertigbetonlaster und hat die Kurve innen geschnitten. Und hat dann das Rad, hat da gestanden, wo der Fahrer gesessen hat. Und der Herbert, wir hatten vorher einen Platten, den haben wir gewechselt an unserem Auto. Und dann hat er sich nicht angeschnallt gehabt. Wir haben so Hosenträgerkurve, weil keine Zeit war. Wir mussten hinterher. Und da ist der Walde, ist der LKW gekommen und der Herbert Fabian kann rüberspringen. Das ist eigentlich, was er abgerannt, einen dicken Daumen. Und da hat er so einen Daumen gekriegt, aber sonst hat man beide nichts abgekriegt.
Und der LKW-Fahrer, ich hatte auf einmal von Anfang zu qualmen, bin ich vor, habe erstmal die Batterie abgeklemmt, da wollte der LKW-Fahrer aus dem Trümmern rausfahren. Bin ich hin, hat schon einen roten Hammer, so einen großen, habe mich vor den LKW gestellt, hat er angehalten. Und dann kam, dreiviertel schon später, kam ein Doktor auf so einem Mofa schon angebrettet, so ärztlich, wenn was Ernstes gewesen wäre. Ja. Und dann habe ich den Herbert dann in den Ort gefahren, wo Krankenhaus ist, den haben wir dann geholt und jeder hat dann das Auto gesehen. Wer ist da tot? Keiner war tot. Alles okay. Aber sozusagen hast du das auch gemacht. Wahnsinn, wann war das auch? 74? Das war Akropolis Rally 1975. 75 war es. Okay. Und dann die Akropolis Rally noch gewonnen. 75 manchmal jetzt gewesen. Okay. Das war es, Krone A war das noch. Ja, genau, das war 74, 75, ja, also so eins der Jahre. Und der wurde dann ja nachher durch den Kadett GTE, 75 kam ja der Kadett. Ja, und dann haben wir dann, da haben wir eine Rallye gewonnen mit dem Kadett, das war Buckel des Spa, da hatten wir das erste Mal den 16-Ventil-Motor drin. Ja, genau, ja, hat auch nichts genützt, ne? Ja, war auch nicht zuverlässig. Ja, das war ja der Witz. Wir haben ja diese ganzen Teile von dem Querströmer, dem Irmsche, verkauft für Schrottpreis. Da dann der 16-Ventiler kam und es hat nichts genutzt, da musste man vom Irmsche das Zeug wieder zurückkaufen, damit wir den Motor hatten da. Na gut, wir sind dann mit 200 PS da durch die Gegend gefahren, die anderen hatten 250 oder noch mehr. Aber mit dem Kadett, wo wir das erste Rallye gewonnen haben, da war der Stabilar, das war ja damals der belgische König, der Rallye-König. Dann haben wir dann diese Rallye gefahren und dann war es dann nachts. Auf einmal hieß es, oh, da ist was kaputt, Lichtmaschine kaputt. Hat die auch im Berg uns angefunkt. Da fährt die Föhe, unser Elektriker. Herr Föhe, wie lange brauchen Sie denn? Es ging ja um Sekunde. Wie lange brauchen Sie denn, um so eine Lichtmaschine zu wechseln? Da hat er gesagt, nicht lang. Sparzeit! Ja, kamen wir dann an, da haben die Lichtmaschine gewechselt. Haben diese Rallye dann gewonnen. Das war auch eine schöne Sache. Aber das war das Einzige mit dem Auto, das war so. Wobei Monte Carlo war auch nochmal ganz gut mit dem Ding, oder weil der da. Du, ich sehe mal deine Bremspunkte. Wie machst du das, Walter? Hatte Björn Waldecker zum Walter gesagt. Wie machst du das? Wie war Walter denn insgesamt drauf eigentlich in der Saison, die so erfolglos war? Also war, hat er eine kurze Lunte gehabt oder war er so ein bisschen. Ich meine, es gab ja auch Testfahrten und so. Ich glaube, der Walter hat zu der Zeit. Er hat ja das gesehen, was er Material zur Verfügung hat, hat immer versucht, das Beste draus zu machen. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht hat er Walter schon weiter gedacht für die Zukunft. Mhm. Er hat ja damals seinen Manager gehabt. Der Piedade. Ja, genau. Portugiese. Der hat da schon die Wege geebnet für den Walter. Mhm. Der war wichtig, glaube ich, für den Walter. War eigentlich ein netter Mann, war das. Habe ich auch mal öfters mal kennengelernt. Der Walter hat nie irgendwie, Scheiße, hast du nie gehört. Mhm. Auch unseren Ari Vatran, der für uns gefahren ist, auch einer der tollsten Menschen. Mein Fehler, end of story. Hat er so gesagt? Ja, mein Fehler, end of story. Und dann gibt es Fahrer, die sagen, ja, und dann, da ist der Baum mir entgegengesprungen. Was weiß ich, keine ehrlichen Kerle. Ja. Ari sagt, mein Fehler, end of story. Haben Sie einen Lieblingsfahrer? Lieblingsfahrer ist verkehrt ausgedrückt, der Walter stand uns am nächsten. Ja, weil er natürlich sprachlich auch. Weil der Henry Treubohn zum Beispiel war auch so ein lustiger, toller, netter, die waren alle als Lieblingsfahrer zu bezeichnen, Anders Kulling. Der war so ein Stückchen am Walter nur von der Beliebtheit. Mhm. Ja, das waren auch ein. Anders Kulling war so ein, auch leider verstorben schon. Ja. Das Bruno Berglund, das Beifahrer. Dann habe ich, ich glaube jetzt 6 Jahre lang oder 7 Jahre lang diese Midsole-Rallye in Schweden mitgefahren. Und also historische Rallyes mit einem alten Commodore und einem Ascona A am Anfang. Und dann hast du die ganzen Jungs getroffen wieder. Ja. Und das war wie, als hätte ich es gestern das letzte Mal guten Tag gesagt. Das ist lustig, ja. Oder? Wie das zusammenschweißt eigentlich. Ne? 75 sind Sie ja mit dem GTE auch Spa-Francorchamps noch gefahren. Ne? Also gab es ja so ein paar Rundstreckeneinsätze. Damals der Walter gefahren und Rauno Altun. Auch. Rauno Altun ist für uns die 24-Stunden-Rallye gefahren. Von Spa. Mit dem
Mit dem Kadett GTE. Nee, mit dem Manta GTE. Manta GTE. Stimmt, mit dem Manta GTE. Warum ist der eigentlich, der Manta war doch als Rallye-Auto schon mal getestet eigentlich, ne? Ja, aber du hast ein kompaktes Auto gehabt, wie so ein Kadett. War schon ganz gut von dem, vom Handling und allem drum dran. Der Manta ist eigentlich nie in die Rallye eingesetzt worden, nie. Warum nicht? Weil der zu groß war? War das... War nicht genug Platz für den Walde, ob ihn, ich weiß nicht. Wobei der Walde jetzt auch schon wieder 5-6 Jahre her, haben uns bei Opel getroffen, in der Oldtimer-Werkstatt da. Und dann hat er den GT gesehen und sagte, ach, ich wollte eigentlich schon immer mal gucken, ob ich schon ein GT reinpasse. Und der Walde ist reingesetzt, wunderbar. Dann hat ein Freund von mir, also der Herbert Fabian, hat so ein GT hier aufgebaut gehabt. Ja. Ist der Walde zu mir hingefahren und hat den kaufe ich. Hat er den GT gekauft. Ja, jetzt hat er den GT stehen. Stimmt. Waren Sie bei dem Spa-Einsatz auch als Mechaniker an der Strecke? Ja. Ah, okay. Da hat der Rauno, weiß ich heute noch, wir haben ganz gut gelegen und dann hat der Motor überdreht, warum auch immer, kaputt, war zu Ende für uns. Und dann hat der Rauno dann da gestanden, hat eine kleine Feder in der Hand gehabt und hat in die Kamera gesagt, und diese Feder war gebrochen und hat den Einsatz zunichte gemacht. War die Rückholfeder vom Gaspedal. Vom Gas, ne? Das Gas hing fest, ich glaube. Diese kleine Feder. Und hat aber Rallye-Europameister-T-Shirt an. Und dann hat er aber das Europa zugemacht, hat nur Opa hinten drauf geladen. So, der stand dann Opa. Ja, das war ein kurzer Einsatz. Wie war Walter auf der Rundstrecke für Sie? War das? Der Walter war auf der Rundstrecke. Ich weiß noch heute, die haben ja mal einen Test gefahren mit der Klaus Ludwig in der Her. Und da hatten die leider keine Chance gegen Walter. Und der Walter ist ja da auf der Rundstrecke gefahren mit den italienischen Autos. Da waren ja die Größen alle da. Ja, also ja, Beta Monte Carlo, ne? Und der Walter hat dann gesagt, okay, ich steck euch nach hinten ab, oder was wollt ihr? Er ist halt das Talent. Es ist halt, ob Schotter, ob nass, ob überall gut. Man hat es oder hat es nicht. Man kann heute jede Sportart, da ist Talent da, aber man muss auch danach leben. Mhm. Und so ein Brady wäre mit 44 noch top, wenn der im Leben gesumpft hätte. Ja, der Walter, der lebt halt so. Ja. Und es gibt viele andere auch, die sind halt so. Und der Walter hat immer so gelebt, immer. Ja. Der hat zwar immer ohne Gleichen, das waren Plätzchen von Balsen, da war Schokolade drauf, die musste er immer haben. Da konnte er also nicht Nein sagen. Okay. Und hatten wir als Serviceverpflegung immer für den Walde die Sachen dabei. Aber nie im Übermaß. Nie im Übermaß. Egal, wo du warst. Muss ich das gerade sagen? Also ich meine, das gibt es ja immer heute immer. Gibt es ja die Teamärzte, die da lange Listen machen, was die Sportler essen und trinken dürfen und so. Wie war denn das? Gab es da damals irgendwie so Teamnahrung oder sowas, was gekocht werden musste? Das Einzige, was war, wenn du also Rallyes gefahren bist, Kenia, Elfenbeinküste, dann hat unser Doktor halt immer gesagt, hat er so Salztabletten gehabt? Mhm. Das war das Einzige. Du hast dann halt auch diese Gelbfieberspritze gekriegt und hast Tresoschin genommen gegen Malaria und so Sachen. Ja. Toi, 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 hat keiner von uns was gehabt. Aber selbst die Verpflegung hat keiner drauf geacht. Wir haben ja morgens immer, gerade Kenia, so Esspakete vom Hotel gekriegt. Mhm. So, nach 3 Stunden im Auto hast du die oben geschenkt, hier. Weil die Wurst hat so gemacht und das war mir so, die Hauptnahrung, ich weiß heute noch, war ein Ingenieur aus Köln bei der Himalaya-Rallye und dann bist du gefahren an so eine Raststätte und da hat er weil die Tacos nochmal gehustet in die Öfen da rein und dann gab es Campa-Cola, da musst du erstmal fertig und sauber machen die Flasche und dann kam der und hat so eine Kasten voll Beefy, dieses Mini-Salami. Ja. Oh, das war für einen Gourmet war das die Erlösung. Ja. Und man hat schon aufgepasst und da gab es Elfenbeinküstes Buffet aufgebaut. Braucht keine Angst haben, das ist top. Da haben diese Gasetücher da weg, da sind die Bomber gestartet. Ey, Charles, kannst du selber essen, du. Oder wenn du dann, wir haben ja Emirate gefahren, da hat der Tag schon mit so Wedel, hat ihm die Fliegen vom Fleisch geklopft. Du. Da musst du schon ein bisschen. Aber ja, der Raum hat immer gesagt, was heiß ist, kann nichts passieren. So ist es auch. So ist es auch. Stimmt, ja. Ja. Und so war der Walde halt auch recht vorsichtig immer. Ja, davon gehe ich aus. Das ja, und
Verpflegung, wie gesagt, da war keiner wie heute Ernährungsberatung und Kalorien zählen und das und das und das und das. Das war nicht der Fall. Die Audi hat einen Dr. Gutzeit gehabt. Das war ein ganz cooler Typ. Der hat halt, wenn du dich geschnitten hast, da haben sie ein Pflaster drauf gemacht und fertig. 1977 war das letzte Jahr für Walter bei Opel. Ja. Anhaltende Erfolglosigkeit, muss man leider sagen. Das ja, hat das irgendwie sicher, nicht mehr so sicher geklappt. Das war ja das, was ich gesagt habe. Und da hat der Piattade, glaube ich, schon die Fühler ausgestreckt gehabt. Da ist Walter ja auch schon Porsche gefahren, so ein bisschen. Ja, also, um sich privat, selber zu motivieren. Privat, ja. Privat eingesetzt. Hat seinen Kumpel da gebaut im Porsche. Das war ein mit H, hieß der, wie hieß. Hat immer eine Latzhose angehabt mit viel Geld oben drin. Muss man Walter mal fragen. Schade, dass ich solche Leute nicht kenne. Naja, der hat diese Sache da mitgemacht. Und da war ich heute noch, da kam der Wolf Biebinger, der war Zeitnehmer. Und der ist dem Walter entgegengefahren, also Walter aber den Porsche gefahren. Und da hat er den gerammt. Da war der Walter, der hätte am liebsten erschossen. Das glaube ich. Es war auch der Beifahrer von Walter, war auch mal der Willi Peter Pitz 1976. Der Willi Peter Pitz, leider auch schon verstorben. Ja. Der Willi Peter Pitz, mit dem bin ich Sachen gefahren. Monte Carlo, schneller Service, habe ich mit dem zusammen gemacht. Und der Willi Peter war eigentlich ein guter Beifahrer, aber der Willi Peter war lose Vorhol. Ich weiß heute noch, die erste Safari-Rallye, wo er mit dem Rauno gefahren ist, hat der Rauno gesagt, du kaufst jetzt erst mal Fußballschuhe, da kannst du besser im Schlamm schieben. Ist der gerade mit Fußballschuhen gefahren? Willi Peter war halt ein Lebenskünstler. Willi Peter war so von der Ludwigshafener Gang, hat man mir gesagt. Aber wie gesagt, war ein guter Beifahrer. Aber das sind so Charaktere, die im Walde nicht so, naja. Oder dann sind sie auch mal bei der Nordland-Rallye irgendwie gefahren. Das sind so, wie gesagt, der Willi war halt im Walde seine Sache. Weil er zu, in Anführungszeichen, unseriös war oder zu, ja, zu windig? Die Art hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Ich will da nichts Verkehrtes sagen. Nee, klar. Dann hat er halt seinen Jochen Berger gehabt. als mit dem war er halt am allerbesten. Mhm. Der Jochen Berger sagt bald gerade bei der Monte Carlo 75, ich glaube, es fängt ja an zu spinnen. Der konnte nicht so schnell lesen, wie der Walter gefahren ist. Jochen war ein Mann, das war ein Mann, der je hektischer und je brutaler es geworden ist, umso ruhiger, sachlicher und nachtragend. Josef und ich, wir haben einen Defekt gemimt, weil wir wollten nicht 400 Kilometer ein Auto nach Lissabon schleppen. Und dann war der Jochen weg und dann haben wir schon den Dämpfer ausgewechselt, der bei uns kaputt war, so ein Luftdämpfer von unserem Serviceauto. Und dann sind wir am vorbei und haben gewunken. Zwei Jahre später, Unfall da und da, 500 Kilometer. Ja. Weißt du noch damals, ja? Weißt du, wer das Auto abschleppt? Du. Mein Wetter sagt, ich war nicht dabei. Ja, du fährst, haben wir das Auto 500 Kilometer abgeschleppt, du. Er war nachtragend, aber Jochen war ein Zyniker, aber ein toller Mann, toller Mensch war das. Jochen Berger, lass ich auch nichts kommen auf den. Ja, war auch der Nachfolger vom Helle Bein nachher, ne? Als Teamleiter. Jochen Berger war, ich habe mir gedacht, es gibt mal einen ganz großen beim Opel. Auch unter mysteriösen Umständen gestorben, keiner weiß, was er gehabt hat. Organ würde sagen, zack, weg war er. Da war ein Jahr in Rente. So, wir sind zusammen. Jochen kam morgens, geh mit, Dr. Winter wartet auf uns. Kannst unterschreiben, ich habe alles durchgelesen. War damals vor Ruhestandsregelung. Auf Wiedersehen. Bin jetzt 14 Jahre zu Hause. War der Jochen halt. Der Jochen hat es leider nur wenig erleben dürfen. Seine Rente. Auch mein Chef bei der Firma, das war ein Friedel Meuer. Das war unser Mutter, unser Vater, zu dem konntest du mit allem kommen, der war der Werkstattleiter von uns. Sensationeller Mensch, auch anderthalb Jahre daheim. Das ist ein bisschen wenig, ne? Aber ja. Ja, das sind dort so ein Friedel Meuer, den vergesse ich nie, weil das war immer ein so gescheiter und so kluger und so, der hat immer eine Lösung gehabt. Toller Mensch war das einfach auch. Man darf auch nicht überlegen, weil es sind so viele Situationen, wo du dann sagst, Mensch, vielen Dank dafür. Das mache ich jeden Tag zum Obelo. Vielen Dank, Adam. Hast uns eine tolle Zeit beschert. Das war die schönste Zeit, mit Abstand. Mit Abstand. Kann ich immer nur sagen. Wir waren eine tolle Truppe und es war ein Spaß, bei uns in die Arbeit zu gehen. Wir haben das große Glück dann gehabt, die nächste Situation dann, 79,
Dann kam dann Gunter Wanger und der Jockey Kleint. Mhm. Und das war ein Team, die waren auch sensationell beide. Und der Jockey hat halt 79 den Europameister gemacht. Das war dann nochmal Highlight für uns. Mhm. Das war auch eine schöne Zeit, weil es, Herr Berger, Herr Berger, wir haben einen Unfall gehabt. Ist egal, seht zu, dass er auf die Straße kommt. Es geht nicht, ich sitze auf dem Stein. Also Jockey, das Auto komplett zertrümmert. Jockey war cool. Jockey hat, um die Story zu erzählen, Achim, mitten in Bilbao, Achim, hast du einen Lappen? Wie, einen Lappen? Ich brauche mal einen Lappen. Dann ist er einen Lappen genommen, ist in unseren Service. Wir haben damals so Chevys gehabt, hat in den Lappen geschissen und kam dann raus und hat saniert. Entsorgt, bitte. Jockey war ein, der Jockey ist damals Monte Carlo. Der hätte er gewinnen können. Ja. Bergab hat er bessere Reifen gehabt, bitte, Walter. Hat sich mir nicht getraut, ihn zu überholen. Aus Respekt vor Walter oder aus Respekt weiß vor... weiß es nicht, hat keiner verstanden. Okay. Der Walter am wenigsten. Der Eisspion vom Jockey hat halt andere Reifen empfohlen wie der Eisspion vom Walter. Okay. Und der Walter konnte halt mit den Reifen nur so schnell fahren, ohne wegzufliegen. Mhm. Und der Jockey hat die besseren Reifen drauf gehabt. Wobei der Jockey hätte ja dann auch locker Dritter werden können. Mhm. Und hat dann am Druck Colzorini nochmal auf Eis ausgerutscht und hat dann auf der Felge... Die Bremsscheibe war so viel abgeratschert, ins Ziel gefahren, ist nochmal Siebter geworden. Waren wir damals vom Hessischen Rundfunk noch mit dem ganzen defekten Kram, haben das gezeigt, hier so ist er gefahren. Aber Jogi war ein guter, Jogi war ein guter und der Kunde auch. Der Kunde hat dann das Glück gehabt, der ist dann halt bei Audi eingestiegen und ist da ganz gut. Das ist eigentlich schade, dass Jockey Klein immer so ein bisschen im Schatten von Walter stand, ne, in Deutschland. Also aus deutscher Sicht, finde ich, ist das immer Walter, Walter, Walter. Das ist genau dasselbe. Wenn heute, wenn so ein Ayrton Senna gelebt hätte, hätte Schumacher die Hälfte gewonnen vielleicht. Mhm. Das ist halt so. Mhm. Ja. Und beim Walter war es halt, wie gesagt, der hat auch dann auch das richtige Team gehabt. Und der Stig Blomqvist, mit dem, den habe ich dann auch in Schweden oft getroffen, der hat gesagt, am Anfang hatte Walter dann gefragt. Der hat gefragt, wie funktioniert das mit dem Allrad und so weiter. Hat er erstmal geübt. Bei Audi, ne? Ja. Bis zur Perfektion halt dann. Ja. Ne? Ja, wobei der Stig, die haben ja ganz am Anfang, haben sie mir so ein kleines Ding gedreht, die haben ja mit den falschen Reifen losgeschickt. Ja, ne? Ja. Aber so ein Stig Blomqvist oder auch so ein Björn Waldegard habe ich vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen. Sag ich, ja, Björn, du kannst dich am Laufen. Sag, aber Autofahren kann ich noch. Das waren alles Verrückte, positiv Verrückte. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über das Jahr 82. Also 1981 war ja für Walter eher so ein Essigjahr, ne? Also da ist er bei Mercedes, das ging nicht weiter. Ja gut, Mercedes hat damals, der Walter ist damals mit dem Mercedes gefahren und beim Training und hat halt das Pech gehabt, dass so ein Langholzlaster da in den Weg gefahren ist. Ja. Und dann hat Mercedes, also ist er gefragt worden vom Vorstand, kann man mit dem Auto Monte Carlo gewinnen, oder weil er wie er ist. Und er hat Abfindung gekriegt und war die Sache erledigt. Und dann kam er halt zu uns. Und ist er erst noch ein bisschen Porsche gefahren? Ja, das ganze Jahr hat der Porsche, das ist so ein bisschen Le Mans und was weiß ich was. Ne? So, und dann, wie gesagt, dann kam er zu uns und wir steigen bei der Monte Carlo ein und da gewinnt er gleich die Monte Carlo. Ja. Wie war das, als er zu ihm gekommen ist? Also war das... Wie der Scharnagel gesagt, wie sechs Richtig im Lotto. Ja. Wie man sagt, Sonne geht auf. Aber da war Jochen Klein noch im Team, ne? Ja, klar. Das war... Klar. Ja, klar. Genau. Sie sagen, die Sonne geht auf. Er hat wahrscheinlich gesagt, aber jetzt kommt der schon wieder. Ne? Der Jockey ist nie benachteiligt worden. Keine Sekunde. Okay. Mir hat auch nicht gesagt, weil der Jockey, das wir waren ein Team. Mhm. Und der Jockey ist nie benachteiligt. Der hat das ja auch gemerkt. Mhm. Aber Walter war halt derjenige, der dann die Sache dann von vornherein bestimmt hat. Wobei er dann mit der Mouton halt eine Gegnerin gehabt hat, die schon das Leben zur Hölle gehabt, stellweise. Die war auch sehr gut, die Frau. Und da gab es ja auch, wie gesagt, so Situationen, gerade Elfenbeinküste. Da haben wir folgende Situation gehabt. Ich habe im äußersten Norden von Elfenbeinküste gestanden und habe dann Jochen Berger bei Funk gesagt, die Motor ist hier nicht vorbeigekommen. Wie? Nee, haben sie nicht gesehen. Aber kriege ich wieder... Was erzählst du für einen Scheiß? Die fährt hier. Ja, Jochen, hier ist er nicht vorbeigekommen. Wir sind halt blöd. Hast geschlafen. Ja. Gut, Ende vom Lied war, der Motor hat dann einen Unfall gehabt, rausgeflogen. Walter hat gewonnen, Walter war Weltmeister. 2 Jahre später, von Audi die Leute. Jetzt erzähl mal, was war denn da los? Erzähl. Komm,
ist rum verjährt. Ah ja, haben die das Auto getauscht, weil die kaputt war. Haben alles repariert und haben die Mouton, wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht, wieder auf die PS geschickt. Beschissen haben, glaube ich, damals. Ja, okay. Aber es ist gestraft worden. Er hat dann nochmal einen schönen Unfall gehabt. Die Fabrizia Pons, die neben dran gesessen hat, da sind die ganzen Schriebe aus dem Auto geflogen bei dem Unfall. Konnte sie gar nichts mehr nach, also mussten aufgeben. Ja. Und das ist dann im Nachhinein, ist halt dann, bin ich revidiert worden. Weil, habe ich halt Jochen ausgesehen, beschissen haben. Ja. Aber gut, verjährt. Im Vergleich zu den Allrad-Autos, immer Walter hat sich ja immer beschwert, oder nicht beschwert, aber hat immer gesagt, eigentlich sind wir technisch weit unterlegen. Es muss Allrad sein. Und es war ja eine extrem glückliche Saison vom Wetter her eigentlich. Ne? Egal, wenn nur ein bisschen, Schotter nicht immer so sehr, aber Asphalt, wenn der nass war, bist du im Allrad wie mit Schiene gefahren. Und der Walter konnte es halt, der hat halt das, aber technisch unterlegen, logisch. Erstmal PS-mäßig mehr, weiß heute noch, wie die Audis, die kamen angefeuert, die hatten am Anfang, war ja unser neuer Teamchef war ja bei Audi lang, Walter Dreser war ja bei Audi Teamchef. Mhm. Und ich sehe heute noch, wie er sein Haar am Brennen ist. Und der Beifahrer, der Söderberg, der hat erst die Karte gestempelt und hat das Feuer ausgemacht. So war Audi, da sind viele Autos abgebrannt von Audi. Mhm. Ich habe Autos gesehen, da war vom Motor nur noch die Tassenschüssel. Alles andere, was ein Aluminiummotor war, ist alles verbrennt. Also war wirklich Mulzen, ja. Hatten auch viele Probleme gehabt am Anfang. Oder gerade die erste Monte Carlo. Da haben sie die Service-Autos gehabt, die LT-Dinger vollgeladen bis unter das Dach. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie in die Hecken geschmissen haben. Da war gar kein Service mehr da. Das sind also... Ja. Mit so einem Admiral hast du dann da gestanden, meiner Ketten drauf, jawohl, Ketten drauf, zack. War Opel im Vergleich, also 1982, im Vergleich zu Audi oder überhaupt immer noch so hemdsärmlich, wie sie es vorher aus den 70ern beschrieben haben, dass da alles so ein bisschen... Nein, war schon, wir hatten ja auch unsere Schlagschraube dann. Und, ja klar, aber, okay. Aber wir hatten beste Beispiel ist, du kommst an die Grenze, dann geben wir Aufkleber, vielleicht noch einen Kugelschreiber. Dann haben die Grenze schon, dann kam Audi, die haben erstmal ein paar Jacken dahingeschmissen. Da ist gestempelt, waren so schnell lassen und geguckt und wir haben da immer noch da gestanden. So ging es mal los, vom Material her. Die hatten ja alles im Überfluss. Alles im Überfluss. Ja. Und gerade 82 war es halt so, die haben gedacht, Mensch, Monte Carlo werden wir locker gewinnen, ja, hast du gedacht. War die Wettersituation halt auf unserer Seite. Ja. Ich habe Monte Carlo erlebt, da waren links und rechts 2 Meter die Wände. Mhm. Wenn du von Grenoble rübergefahren bist, wer gab dann am Monte Carlo, war Gershi, meine erste Rallye. Da bist du da durch Eis gefahren und dann kamst du von Castellana aus dem Berg runter nach Monaco. Da haben die Orange geblüht und die Zitronen. Das war, guck mal hier, gleich vor der Kabine. Eindruck, ja. Aber da das 82er Jahr war, das Wetter schon auf unserer Seite und dann gibt's halt so Rallyes da, wo wir dann Zweite waren und dann haben wir da mal gewonnen und dann Kenia hätte Walter gewinnen können. Hm. Kenia hätte die Safari hätte Walter gewinnen können. Die eigene blöde Makro durch ein Drecksloch, wo er drin gestanden hat dann. Du glaubst nicht, dass ein Walter aussteigt und im Dreck rumläuft. Du warst in dem Moment abhängig von deinen sogenannten Matkros, die dich da durchgefeuert haben. Und manche waren halt blöd, die haben dich da an so eines der Walder gekommen. Und der Rauno ist Sachen gefahren, da ist der Walder nicht hingekommen. Der Rauno kennt die Safari-Rallye schon 20 Jahre, 30 Jahre. Und zum Schluss war es halt so, dann ist der Walder gekommen und dann war die Achse schon defekt und wieder ausgewechselt und er ist dann ins Ziel halt gekommen. Aber der hätte die gewinnen können. Mhm. Ein Jahr später, da ist der Arivatan, kam auch am letzten Punkt, da waren es noch, was weiß ich, 8 Kilometer nach Nairobi, da hat die Achse gehängt, hat Bruno Berglund hin die Scheibe aus Ascona raus, mit die Hinachse rein, da sind wir zu zweit dem hinterher gefahren, falls was passiert. Aber er hat es geschafft bis ins Ziel, war halt Glück. Ja. Und weil er das Pech gehabt, dass da diese Matgrund falsch geleitet hatte. Im Vergleich zum ersten Opel-Einsatz oder den ersten Opel-Jahren von Walter war ja 1982 Christian Geisdörfer sein fester Beifahrer. Ja.
Hat das was an Walter geändert eigentlich? Also da haben Sie gemerkt, dass das ein Team war, was total aufeinander eingespielt war? Der Christian und der Walter, die haben sich top verstanden im Auto. Mhm. Aber die haben beide andere Interessen gehabt, rallye-mäßig. Aber im Auto war das ein Top-Team. Und der Walter hätte ja nie so lange mit dem Christian gefahren. Der Christian hat ja durch ihn auch profitiert und schreibt ja heute noch Bücher, Walter und ich und so weiter. Reden wir noch mal ein bisschen über das Gefühl, als er Weltmeister geworden ist. Eigentlich der größte Triumph nach all den Jahren. Das hast du gemerkt, habe ich vorhin schon erwähnt. Du bist dann rüber in die Produktion, da haben wir immer noch Teile geholt. Hey, gut Jungs, klasse. Überall positiv. Alleine, wenn du dann auch in der Geschäftsleitung, jeder hat sich damit gebrüstet letzten Endes. Und das war halt eine Matsache. Und bei Opel war es halt so, Audi hat dann in der Bildzeitung zwei Seiten gesetzt und Opel hat es halt nicht 100% gut vermarktet, zu wenig vermarktet. Ja. Wir haben ein Plakat gemacht, das war, hatte Walter Rode Hahn auf dem Plakat. Die ganzen Plakate, die vom Walter waren, die sind ja heute gesuchte Objekte. Ja. Was ich meine, das große Toledo-Schwert, wo er bei der Rallye Costa Brava gewonnen hat, weil der weiß keiner, wo es geblieben ist. Mhm. Oder Pokale ohne Ende. Wir haben jetzt auch, dass die Pokale einfach weggeschmissen waren. Du kannst ja nicht alles aufheben. Und dann ist es halt auch so, du hast in vielen, in den ganzen Jahren über, wo wir also Team Opel waren und der Walle woanders, da gibt es Filme auch, mal vom Daimler, da halte ich an und da steht der Walle mit dem Fiat oder was auch immer da gerade, oder Audi, und dann unterhält er sich mit dir. Ja, das ist das. Das war eine andere Menschengrundstrecke, das waren andere Menschen. Es war immer, mein Chef hat immer gesagt, der Dreser, was ist immer mit ihrer Rallye und was ist da der Unterschied? Sag ich, so, Rundstrecke ist 100 Meter Lauf, Rallye ist Zehnkampf. Ja. Aber bei der Rundstrecke, das war, ist ja heute auch nur noch Geschäft. Es ist leider so. Und wenn du heute keinen Unfall hast und nicht irgendwie, ich war ja in Brasilien ein paar Mal und habe da Opel Lotus betreut. Wir haben so kleine Rennwagen gebaut, Opel. Mhm. Die sind im Rahmenprogramm in Brasilien, auch über ganz Deutschland, ganz Europa, im Rahmenprogramm der Formel 1 mal mitgefahren. Mhm. Habe ich das erste Mal gesehen, 20 Boxen oder wie viel. Oben ist die Kamera an der Schnur gelaufen, immer nur von Box 1 bis Box 5. Den hat gar kein Mensch gehabt. Es sei denn, hat es mal gebrannt, da sind sie ja, hin oder so. Hat kein Mensch. Ich habe immer gedacht, wie finanzieren die das? Das ist eh ein Wunder, ne? Also beim Motorsport, wie die hinteren Teams das überhaupt finanzieren. Das. Ich habe hier nebenher noch die letzten 10 Jahre, also noch länger, aber da habe ich Peugeot gearbeitet. Also da bin ich nach Magny-Cours gefahren, habe einen Motor geholt, bin mit dem Motor nach Paris gefahren zu Peugeot, habe das Getriebe geholt. Da war ich 150.000 Euro los. Also nicht ich, sondern der das gebraucht hat. Ja. Und die müssen. Der guckt, ist es eingegangenes Geld? Jawohl, das Geld ist da. Dann kriegst du Teile. Ja. Das ist jetzt ein Privatteam gewesen. Hat ein Russe gesponsert, okay, der Russe hat Kohle gehabt. Ja. Aber 150.000 Euro für ein Getriebe und ein Motor. Ja. Stell dir doch mal vor, kriegst du ein Haus dafür, du. Ja, und so geht's weiter. Dann sind so kleine Lenkungsteile aus Carbon und Kram. 1.600 Euro, so ein Stückchen. Darfst du nicht selber machen, weil es nicht homologiert ist. Ja, klar. Wenn du was anderes einbaust, bist du aus der Wertung. Und so geht es immer weiter. Und deswegen, die Rallye-Szene in Deutschland ist ja eh, das kann man ruhig sagen, seitdem der Walter nicht mehr da ist, ist das alles veräppt so ein bisschen. Wenn ich heute an Rallyes denke, im Ausland heute noch, da stehen die Leute heute noch auf der Gasse und jubeln und schreien. Das ist das, ne? Das Publikumsinteresse ist veräppt, aber er hat VW ja Erfolge über Erfolge gefeiert. Ja, ja. Aber die Marke VW ist dann vielleicht, reicht nicht aus. Es muss einfach der Fahrer sein. Mit ich denke immer dran, wir haben Paris-Dakar gefahren. Da bist du 23.000 Kilometer gefahren. Von Paris in die Wüste, über alle westafrikanischen Teile. Und dann warst du dann in Dakar. Und heute, die wird immer ein bisschen erwähnt irgendwo. Ja, das ist gar nichts mehr. Ne? Wir haben ja hier in einem Machbar, ist ja dieser Quant, der die Autos baut. Da war ich mal vor 5, 6 Jahren drüben. Da waren ein Haufen Leute, haben 40 Leute gearbeitet bei dem. Hm. Und der hat ja auch Erfolg gehabt, war ja auch Weltmeister und was nicht alles. Aber auch das sind immer weniger Leute gewesen. Es ist einfach von der finanziellen Seite
gar nicht mehr zu handeln. Der Bekannte von mir, der hat jetzt für 500.000 Euro, du musst ja vorher Teile kaufen wie eine neue Saison. Mhm. Da gehst du zu Peugeot, zwei Karossen, zwei Motoren, zwei Getriebe, drei Lenkungen, Felgen, 500.000. Das ist unglaublich. Ja. So. Ja. Und dann steigt der Russ aus von heute auf morgen. Ich habe keine Lust mehr. Mhm. So, jetzt hat er aber das Glück gehabt, dass er die Teile alle einigermaßen wieder verkaufen konnte, dass er wenigstens sein Geld wieder hatte. Mhm. Das ist heutzutage, die steigen ein und denken, naja gut, ich habe, was weiß ich, 100.000 Euro. Ja, dass sie nach der Hälfte von der Saison alle sind. Das ist nichts, ne? 100.000 Euro ist es. Dann hören die auf. Ja, das ist das Problem. Wie war denn die Rundstreckenzeit für Sie eigentlich? Also das kam nach dem Rallye-Ende, kam dann Rundstrecke. In den 90ern hat sich Opel mehr auf die DTM konzentriert. War ja eigentlich auch eine tolle und erfolgreiche Zeit, ne? Die Banane ist mir zu kalt. Das waren die Aussagen von Rundstreckenfahrer. Die Banane ist mir zu kalt. Es war halt... Wir schrauben am Rallye-Auto 10 Minuten und fahren 10 Stunden. Beim Rundstrecke schraubst du 10 Stunden, fährst 10 Minuten. Das ist eigentlich gut zusammengefasst. Ja, das ist so. Und also Rundstrecke, wir haben auch geschraubt und haben uns ja immer verbessert. Am Anfang war es ja ganz schlimm. Da haben wir dann Motoren gehabt, die wirklich nicht lang gehalten haben. Dann hieß es ja, musst du nach Köln fahren zu einer Firma, die uns die Motoren gemacht haben. Da bin ich da hingefahren, habe Ersatzteile dahin gebracht für Auto. Da kam ich in diese Firma, die war in Remscheid. Dr. Schrick hieß die Firma. Ja, klar. Der Chefingenieur, der war leider, ist ja auch leider schon verstorben. Der war schon auf dem Weg zum Flieger. Da bin ich dann von Remscheid nach Köln auf den Flughafen, habe so einem Taxifahrer zwei T-Shirts in die Hand gedrückt, sage ich, bleib auf deinem Platz hier stehen, bin dann in das Gate rein. Die wollten mich anhalten, sage ich, ich muss dahin. Dann hatte ich Stewardess, da war schon Boarding, alles schon fast fertig. Bin bis an den Flieger noch gekommen, kannst du heute gar nicht, heute erschießen sie dich. Ja. Und hab das Zeug dahin gebracht. Dann später haben wir halt die Motoren von England bekommen. Mhm. Manuel Reuter ist ja da so mitgefahren. War ja auch Weltmeister dann. Aber der Rundstrecke, wir haben unter dem Auto gelegen, Nieres de la Fonterra. Warum hat der Josef gesagt, weißt du was, Bernhard, ich habe Hunger, wir fahren jetzt mal in die Stadt und essen was. Und der Sache war erledigt. Wo gehen die hin? Wir gehen jetzt was essen. Hier gibt es ja nichts. So. Wie? Ja, da sind wir einfach fortgefahren. Oder in Nugaro, da sind Batterien explodiert, weil wir jetzt richtiges Zeug hatten. Wir waren schon am Anfang, waren wir schon Anfänger. Aber zum Schluss hat es dann ganz gut geklappt. Nur dann kam die Sache, auch gecancelt. Wir waren bei Opel ein Lager, das war so groß wie eine Handballhalle, die hat voll mit Teile gelegen. Voll mit Teile. Vom Plastik über allem drum und dran. Und jetzt habe ich gerade vor 4-5 Wochen, hat einer so ein Vorderteil im Internet angeboten. Wie er dran gekommen ist, weiß ich nicht. Die Rundstrecke waren unser alle nicht so. Wir haben das gemacht, okay. Ja. Die Neuzugänge, die jungen Neuzugänge, die dann kamen, die haben da halt mehr Herzblut verschwendet dran. Wir haben halt unseren Job gemacht. Und ich habe ja das Glück gehabt, in der Zeit habe ich ja dann diese Opel Lotus auch gemacht, stillerweise. Diese kleinen Rennwagen. Also betreut. Ja, okay. Das war die Zeit, wo ich mich immer geschämt habe, dass ich Geld kriege vom Opel. Ich hatte eine Plombenzange. Ja. Und dann bin ich immer auf die Rennen gefahren. Weil die Motoren waren ja alle verplombt. Ja. Und dann hieß es, oh, hier ist eine Plombe kaputt. Kannst du mal gucken. Oder hier ist ein Ventildeckel undicht. Kannst du das mal machen? Ventildeckel neu verplombt. Noch was? Nö, alles gut. So. Das war das, was du am Tag gearbeitet hast. Und bist auch in Portugal gewesen und bist auch in Brasilien gewesen. Und was war in Schweden gewesen, überall. Das ist doch ganz schön eigentlich. Das war am Anfang waren wir ja zu zweit, wenn er nicht, bis hin nach Portugal. Haben da unseren Job gemacht, dann sind wir quer durchs Land nach Jerez de la Fonterra. Haben zwischendurch drei Tage Urlaub gemacht irgendwo. Hat Opel alles bezahlt. Das klingt nicht schlecht. Ah ja, das war, aber da sind sie dann dahinter gekommen. Dann haben sie dann, mussten wir die Zeit Urlaub von unserem Urlaub, von dem Jahresurlaub abnehmen dann. Okay. Aber gut. Aber Sie sind die ganze Zeit in der Motorsportabteilung geblieben oder haben Sie da mal überlegt, irgendwie schon? Nein, wir waren ja bis zuletzt waren wir in der Motorsportabteilung und dann hieß es dann, da kam der
Franz, das war damals der Betriebsratsvorsitzende von Opel, meine Herren, die Firma Opel hat sich entschlossen, das zu canceln. Keine Rallye mehr. Das letzte Jahr hätte man noch fahren müssen. Deswegen hatte man so viele Teile noch. Hat oben sogar, glaube ich, Strafen zahlen müssen. Und wir werden sehen, wo er irgendwo unterkommt bei Opel. Da ist mein Chef da, sagt er, vielen Dank. Die Jungs, die haben hier ihr Leben riskiert, stellenweise für Opel. Und jetzt werden sie abgekanzelt. Aber übertreiben sie mal nicht. Und letzten Endes war es halt so, durch den Meuer, also mein Werkstattleiter, der hatte Verbindung im Vorstand, war ein Freund von ihm. War einer von den drei Leuten im Vorstand. Mhm. Und die haben dann das so gemacht, dass wir so eine Taskforce gebildet haben. Wir haben zum Beispiel den ersten Sieg gebaut, Sondersachen gemacht. Ah, okay, so Prototypenbau. Prototypenbau, aha, quasi. So, das war ganz schön eigentlich. Nur dann, wie gesagt, ist der Meuer abgegangen und ich hatte das Glück, dass ich 2006 so wiedersehen sein konnte. Mhm. Da war die Story erledigt, Opel. Wobei ich war ja mit allem drum dran von 1967 bis 2006 bei Opel. War okay, war eine tolle Zeit. Und einmal Opel, immer Opel. Ja, das ist halt, wir treffen uns in der Kneipe hier auf der anderen Seite vom Rhein und dann kommen dann die alten Storys wieder auf und weißt du noch damals und oh, der, ja, und das und der Zusammenhalt ist bis heute geblieben und das kannst du da suchen heutzutage. Ich habe immer eine letzte Frage an alle Gäste. Wenn sie nochmal 50 Liter, also wenn das Rohöl ausgehen würde, sollte, und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zum Verfahren, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das machen? Mein Traum war immer, einen alten Opel mit einem geilen Fahrwerk, einem geilen Motor drin und dann den Leuten mal. Ich bin jetzt so ein Autofreak, der sagt, ich brauche hier. Klar, so ein Porsche ist für mich nun plus Ultra. Ja. Allein wang, wang, wang. Gibt es keinen Motor, der sowas macht? Ja. Gibt keinen Motor auf der Welt. So ein Porsche ist halt, der braucht nicht schnell fahren, Porsche. Jaguar E und Porsche waren immer so die Autos, die ich mir so in der Fantasie hatte. Aber letzten Endes, Mokka hätte ich mal gern fahren, vom Opel. Schön, ist auch mein nächstes Auto wahrscheinlich. Okay. Aber dass da irgendwelche. War ich nie. Was war Ihre Lieblingsstrecke oder Ihre Lieblingsrallye? Korsika. Korsika, Portugal. Korsika war extrem gut, schön. Portugal war landschaftlich einmalig. Du hast so viele schöne Sachen gesehen. Portugal ist eigentlich mein Lieblingsland. Ich bin das erste Mal mit Arivatan, da damals der Peugeot, da dachte ich, willst du mal mitfahren? Unglaublich, ja. Unglaublich. Ja. Und hier in Deutschland ist es halt so, da war die Hessenrallye, war zur Glanzzeit war die Hessenrallye Nummer 1. Ja. Mhm. Da bist du von Kassel bis nach Unnahen reingefahren und wieder zurück. Das war eine Rallye, boah. Ja, die noch richtig weit. Schwarzenborn und ja. Unglaublich. Ja. Schwarzenborn steht der Walde da. Mach Reifen drauf. Zack, kamen die Spione von allen. Ich hatte einfach Reifen drauf. Zack. Er hat sie alle verblasen. Alle. Tolle Erinnerung, oder? Ja, sicher. Also man merkt, wie ihm das nahe geht. Das muss echt eine tolle Zeit sein. Ja, es ist leider vielleicht ein Fehler, dass ich mir das alles ein bisschen zu nahe kommen lasse. Nein, das ist. Und manchmal sitzt. Ich habe da ohne meinen Keller, da habe ich mal ganze Erinnerungen drin. Da hängt alles voll und. Da hängen auch die Autos und. Das war Bernhard Zech. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, noch etwas Wichtiges anzukündigen. Denn diese Folge ist übrigens auch ein fantastischer Ausblick auf etwas, was ihr demnächst hier auf meinem Kanal bekommt. Wir haben gerade viel von ihm gehört und der vielleicht größte Rallye-Fahrer aller Zeiten, Walter Röhrl, der wird demnächst 75 Jahre alt und dazu gibt es ein 8-teiliges Alte Schule-Spezial. Ab 7. März, alle 14 Tage montags, eine zusätzliche Folge mit zahlreichen Wegbegleitern
Wegbegleitern, Freunden, Rennfahrerkollegen und Konkurrenten, die alle hier bei mir zu Wort kommen und unterhaltsame Geschichten über ihn auspacken. Darunter einer, um den es eben auch ging, Teamkollege, Konkurrent, Eisnotenschreiber Rauno Altonen. Der ehemalige Audi-Teamchef Dieter Basche erinnert sich zurück. Roland Kussmaul von Porsche, Striezel Stuck, der mit ihm in Amerika Rennen gefahren ist, der leider schon verstorbene Walter Treser, Jean Todt, Mike Kranefuß, Hans Heyer, Rainer Braun, Wolfgang Porsche und unzählige mehr. Und natürlich kommt auch Walter selbst ausführlich zu Wort und blickt mit mir auf die letzten 75 Jahre zurück. Freut euch also auf noch mehr alte Schule und für alle, die es gar nicht abwarten können, ich habe mit Christian Geisdörfer zusammen ein Buch zum Geburtstag geschrieben. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende heißt es und ist ab sofort vorbestellbar und kommt in der Woche seines Geburtstags raus. Ich habe es in den Shownotes nochmal verlinkt. Darin findet ihr zahlreiche Fotos, die ihr sicher noch nie gesehen habt, es sei denn, ihr heißt Monika Röhrl. Abonniert die alte Schule in eurem Podcast-Player und die Folgen und alle Folgen des Specials zu Walter Röhrl landen automatisch auf eurem Rechner oder Smartphone. Und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.